Und herzlich willkommen, liebe Meute, zu diesem neuen World of Warcraft Classic Hardcore Run mit unserem Schamanen. Warum eigentlich neu? Es ist nicht neu, es gibt eigentlich nichts Neues, wenn wir ehrlich sind. Ich habe hier jetzt immer noch diese Quest, die ich abgeben muss, die ich aber irgendwie nicht finde. Wo kann ich die denn abgeben eigentlich? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mal ganz kurz noch das Desktop-Audio ausmachen, weil sonst hört ihr nämlich das Ganze, glaube ich, doppelt. Das tut mir leid. Müsste das nicht... Nee, sagt mir weiter unten. Aber es gibt doch beim Metzger hier nichts. Und weiter unten im Keller sollte ja eigentlich auch nichts sein. Oder täusche ich mich da jetzt komplett? Ach doch, tatsächlich ist es der Mensch. Hä? Den Kürbis habe ich ihm doch schon gegeben. Habe ich das Ganze nicht abgewartet? Hätte ich da noch ein bisschen länger warten müssen damit? Oh, das ist ja anstrengend. Naja, so ist es halt nun mal. Was will man da machen? Okay, der Gefangene hat das jetzt gegessen. Ich glaube, ich muss echt warten, bis er tot umfällt. So, ist meine Quest jetzt damit gegessen? Ha! Im wahrsten Sinne des Wortes. Tieresfall. Lieferung für den Silberwald. Welche Quest war denn das? Hier habe ich die Quest doch jetzt abgeschlossen schon, Leute. Jetzt müsste ich theoretisch wieder zu... Okay, ich glaube, es ist tatsächlich, dass ich nach Under City jetzt damit muss. Aber das werden wir jetzt natürlich nicht machen. Wir kümmern uns erstmal heute um die... Schädel, um die Murlocs und wahrscheinlich gehen wir auch noch hier rüber und ein paar scharlachrote Knaben hier ein bisschen den Kopf kürzer zu machen. Und natürlich nehme ich auch erstmal, wenn wir dann gleich loslegen, mein erstes Tränkchen. Ich bin jetzt wieder heute mal mit meiner normalen Maus unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich möchte das auch einfach mal wieder ein bisschen testen, ob das für mich so einen riesen Unterschied wirklich macht. Und ich muss ganz klar sagen, es macht einen großen Unterschied. Hier oben gibt es auch die Finsterflossen, hier hinten gibt es die Insignien, aber hier hinten hätten wir auch Finsterflossen. Ich glaube wirklich, wir machen das jetzt so, dass wir hier hochgehen, dann gehen wir hier rüber und dann gehen wir hier rüber und dann haben wir alles abgehakt, was wir eigentlich hier jetzt erstmal machen sollten. Sehr schön. Ist einfach gut, wenn man in der Quest reingeht und schon mal ein bisschen den grundsätzlichen Plan hat, wie man überhaupt anfangen möchte und was man so allgemein hier tun will. Wir haben jetzt hier natürlich einige Gnolle wieder, die uns im Weg stehen. Aber ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, um einfach ein bisschen zusätzliche Erfahrungen zu sammeln. Sollte eigentlich ganz gut sein. Ich muss auch mal noch überlegen, wo ich jetzt meine Facecam hinmache für die Aufnahmestreams. Ich glaube, am Anfang ist es hier nicht so schlimm, weil, ich meine, ihr wisst meine drei Standardfähigkeiten, die ich sowieso immer benutze. Was habe ich nochmal? Mein Blitzschlag, mein Fireshock und natürlich dann auch noch mein Earthshock. Von dem her muss ich mal noch gucken. Das werde ich hoffentlich bis zum nächsten Stream dann komplett abgeändert haben, so dass es perfekt ist. Ein bisschen für Alchemie nehmen wir natürlich auch noch mit. Silberblatt ist sehr schön. Dort haben wir jetzt auch unsere ersten Verdammniskräuter. Ich hoffe halt wirklich, dass der... Wait, sind das alles... Verdammtes Kraut, Silberblatt. Das sind tatsächlich alles hier Alchemie-Sachen, oder? Nee. Nee, es ist nicht alles Alchemie. Das ist gut. So. Den versuche ich mich jetzt gerade mal nicht anzulegen. Obwohl hier hinten ist natürlich ein riesen Spawn-Block. So ein richtiges Cluster bestehend aus diesen Dingern. Die nehmen wir natürlich direkt mal mit. Und den nehmen wir auch einfach mal mit. Ich glaube, den würden wir so oder so pullen. Und dann funktioniert das ja echt ganz gut. Hey, Balkan, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ich habe mir inzwischen ein paar Gedanken gemacht, Leute. Und zwar, wie werden wir das Ganze angehen mit dem, was soll ich schlussendlich spielen? Es gibt da nämlich wirklich diese zwei Möglichkeiten immer noch. Und ich denke wirklich, dass uns Fernkampf einfach ein bisschen mehr helfen würde in der Situation. Es kommt natürlich auch darauf an, man muss das Ganze auch ein bisschen in die Zukunft betrachten. Was wäre in Zukunft die bessere Skillung? Und man muss halt ganz klar sagen, dass halt hier die elementare Verwüstung ist halt ziemlich nice. Auge des Sturms ist halt nice. Wir haben hier den Griff der Erde, der halt ziemlich nice ist. Ruf des Donners. Damit mache ich halt einfach deutlich mehr Schaden. Und hiermit sind wir eher so ein bisschen, ja. Hier erzielt der Rüstungswert um 2%. Das ist natürlich alles ganz schön. Und wir sind halt trotzdem immer noch im Nahkampf. Wäre natürlich cool, den verbesserten Geisterwolf zu haben. Und der Sturmschlag ist natürlich auch einer der stärksten Angriffe, der der Charmy zur Verfügung hat. Aber so Elementarbeherrschung ist halt auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ich meine, Kritten tun wir als Charmy eigentlich sowieso ziemlich häufig. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir das hier halt wirklich brauchen. Aber so einen Free Cast ist halt auch immer nicht das Schlechteste. Du bist am Levelmaker, nice. Welches Level bist du denn inzwischen? Gott, wie viel hier von dem Kraut wächst. Das ist ja verrückt. Solltest ja auch bald dann dein Level 80 erreicht haben. Fast. So, und damit haben wir Quest Nummer 1 schon erledigt. Sehr schön. Könnten wir direkt den Brill abgeben. Das machen wir mal nicht. Ich möchte euch versuchen, dass ich heute es wirklich schaffe, das komplette Level einfach mitzunehmen wieder, dass wir dann mit Level 12 durchstarten können. Und dann sind wir eigentlich schon wieder auf dem Stand vom Magier. Das müsst ihr euch einfach mal vorstellen, Leute. Also direkt hier hochgesprungen wieder aufs Level vom Mage. Ich weiß gar nicht, wie lange ich eigentlich jetzt mit dem Magier gespielt habe und wie lange ich jetzt mit diesem Charakter hier gespielt habe. Nur eine Innie in 10 Stunden. Ich hoffe, nicht 10 Stunden am Stück gespielt und nur eine Innie. Aber das wäre ein bisschen eine traurige Angelegenheit gewesen. Ist echt interessant, da hinten gab es jetzt gerade echt viele Kräuter und hier drüben haben wir mal wieder gar keine Spawns. Irgendwie schon ein bisschen komisch, wie das Ganze in Classic noch so verteilt war. Dass da halt einfach wirklich. Ja, man kann es eigentlich fast nicht anders sagen, als solche komischen clustermäßigen Sachen. Und hier oben sind jetzt die schartigen Gerippe und ach, die sind alle da oben, gell? Da muss ich noch mal ein Stückchen aus rumlaufen. Es gibt hier leider keinen Weg nach oben. Aber ist ja auch nicht so schlimm, da vorne kommen wir ja schon hoch. Und da haben wir halt auch gleich drei, vier Quests, die ich eigentlich machen kann. Da habe ich die Überreste von diesen einzelnen Dingern, die der Typ von den einzelnen Leichen, die der im Gasthaus hier haben will, von Brill. Dann haben wir natürlich, das darf ich auch nicht vergessen, die Überreste von Delvin, den hat er wohl besonders gehasst, wenn der eine eigene Quest bekommen hat hier. Von dem her bin ich da auf jeden Fall mal gespannt, ob das überhaupt schon unser Level ist. Und hoffentlich ist hier einfach nicht so viel los, weil wenn solche Mobs hier mit drin sind, die spezielle Items oder sowas droppen müssen, das ist immer ganz, ganz schwierig, finde ich, weil super viele Leute gehen da halt einfach rein mit einer nicht so coolen Einstellung, die sie halt sagen, hey, ich gehe jetzt da rein und pull den, obwohl da schon 5 Leute drumherum stehen und sich schön in der Reihe eingestellt haben und warten. Aber das kennt ihr ja alles schon, das habe ich euch ja alles schon im Video gezeigt. Oh mein Gott, wir sind hier voll im Respawn reingekommen. Keine Leute, ja gut, okay, das ist halt ein bisschen uncool. Diese Skelettmagier sind tatsächlich ein bisschen uncool, weil sie dir Frostzauber draufhauen können. Und Frostzauber sind natürlich jetzt nicht das Beste, allgemein das Beste, um dann wegzurennen, wenn ihr irgendwie gefrostet seid. Das heißt also, ich werde jetzt hier mal kurz trinken, dann werde ich mir mal meine Buffs draufhauen und auch meine Rüstung nehmen. Ich glaube, dass ich immer noch bei Rüstung bleibe, weil. Ja, jetzt sind wir mal realistisch. Diese 2% Gesundheit regenerieren, die sind vielleicht nice to have, aber jetzt mal ganz ehrlich, bringt es uns wirklich sowas? Ich würde mal fast schätzen, nein. Oh. Ja, ich nehme mal kurz den Drink hier. Und dann muss ich halt auch gucken, dass ich immer schön mit dem Totem der Steinhaut agiere und sowas. Dann sollten wir da eigentlich ganz gut unterwegs sein. Die Folge ist für euch wahrscheinlich noch gar nicht rausgekommen. Jetzt hier im Stream. Aber für die anderen Leute, die jetzt die Videos halt in der Reihe gucken. Es ist halt echt übel gewesen. Also muss ich mal ganz klar sagen.
dass bei Zelazane, das war schon ziemlich, ziemlich heftig. Also da habe ich 10 Minuten oder eine Viertelstunde, 15 Minuten eigentlich gewartet, dass ich wirklich an meinen Drop reingekommen bin. Okay, Nissan ist hier drin, in diesem Ding hier, oder hat er ihn gerade gelegt? Nee. Ah, hier ist er. Oh no, Krieger, Level 14. RIP. Steht er hier oben, oder? Ja. So, sorry, Dude. Ich muss mir mal ganz kurz Nissan hier snacken. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Nissan wollte oder nicht, aber... Das tut mir leid, aber er stand halt eigentlich noch nicht... Oh shit, da oben, da ist gerade noch was gespawnt. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen uncool hier mit dem Skelett-Mage. Magier sind allgemein einfach eklig gegen zu kämpfen. So viel zu dem Thema, wir gucken, dass wir hier schön in Reihe und Glied bleiben, ne? Ich hoffe einfach, er hat hier den Nissan schon getötet. Ach, guck mal, er hat auch beide Tränke, deswegen nehme ich auch beide Tränke. Ich habe vergessen gehabt, dass man die Tränke natürlich, also einmal Elixiere, einmal Trank und einmal Ding, glaube ich, auf sich drauf haben kann, was ziemlich nice ist. Okay, was ist hier drin? Schade, okay, pass mal auf, wen muss ich noch töten hier? Du bist noch was anderes? Thurmans sterbliche Überreste und hier ist noch das Thurman ist hier hinten. Die anderen Skelette und sowas, die können wir uns später holen oder die passieren auf dem Weg, sage ich jetzt einfach mal. Aber komme ich hier dran vorbei, ohne Aggro zu ziehen? Oh ja, perfekt. Wo soll denn der Thurman sein? Thurman ist hier links. Sind das alles die Banshees? Ja, gell? Ah, er kämpft hier gerade gegen Thurman. So, dann gucken wir mal, dass wir hier den nächsten Respawn bekommen. Noch ein Hunter. RIP an den Hunter an der Stelle. Oh, hallo. Jetzt gucken wir mal noch, ob wir den irgendwie hier kriegen oder ob der hier überhaupt seinen Spawnpunkt hat, der gute Thurman. Oder ob das ein Wanderer ist. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass wir hier halt einfach jetzt absolut falsch stehen und der spawnt irgendwo anders und rennt hier dann halt durch die Gegend. Oh, den muss ich auch töten. Hallo, Georg. Ah, ne, Gregor bist du. Nicht ganz Georg. Oh, den Mage will ich ja nicht pullen. Den Mage möchte ich hier echt nicht pullen. So, perfekt. Dass es da echt so Probleme gibt mit Leute finden für die Inni, ist halt auch ein bisschen uncool. So, also machen wir natürlich mal wieder klassisches in der Reihe stellen und warten ab auf den Pull. Guck mal, das nehme ich aber mit. Er kann den Ding ruhig haben, das ist okay. Ich meine, ich habe ihm wahrscheinlich den anderen gesnackt, deswegen möchte ich einfach mal nett sein und einfach mal warten. Schaffe ich zwei Skelette auf einmal? Ich glaube, ich möchte mich nicht mit zwei auf einmal anlegen, das würde mir nicht passen. Ich habe halt erst ein schattiges Gerippe, das ist halt echt ein bisschen komisch. Ich hoffe, dass diese 5 Minuten Timer nicht echt für alle Rare in Anführungszeichen Mobs zählt. Wenigstens ist die Leiche jetzt mal despawned. Alles dunkle Skelettmagier. Oh, da hat er ihn gepult schon. Das war nicht ich. Aber jetzt wissen wir, wo er spawnt. Das ist schon mal gut.
Jetzt wissen wir wenigstens schon mal, wo er spawnt und können uns dort mal ein bisschen platzieren. Oh, der hat ein bisschen zu viel gepult sogar. Ah nein, die sind wahrscheinlich im Team zusammen hier, gell? Können wir den dunklen Skelettmagier ja noch mitnehmen gerade? Das stimmt ja. Und auf die Nase. Wunderschönen Mittag, Youngbee. Wie geht es dir? Ausrufezeichen Lurk. Heißt das, dass du im Lurk bist? Und Misa, ey. Auch ein Mörgel an dich. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt hier keine Lügen gesagt, aber... Zumindest ist er da ja gerade gespawnt. So, damit haben wir 3 von 3 Schäden. Boah, Magier macht so einen guten Damage. Magier machen einfach so einen guten Damage. Das ist die absolute Frage. Er hat wirklich den doch von hier gepullt, gell? Und dann nach hinten gezogen. Das ist halt echt komisch, ey. Seine Leiche ist auch schon weg. Wer bist du? Gepeinigter Geist. Du bist nicht den... Oh, ist ein Rare. Wait, heißt das, dass die unterschiedliche Ding haben? Möglichkeiten zu spawnen? Das könnte natürlich sein. Ah, da ist er. Er hat ihn zu spät gesehen. Er hat ihn einfach zu spät gesehen. Das war einiges, was ich hier gerade gekriegt habe. Spawnt hier. Was? Also hier, da ist der Dude gespawnt. Naja. Müssen wir noch einen Ticken warten. Ich meine, wir kriegen trotzdem unser Stuff zusammen. Vielleicht kann ich währenddessen ein paar... Nee, kann ich nicht. Wir haben auch keine Violen mehr dabei. Nein. Okay, wir gucken jetzt einfach, dass wir hier ein bisschen gucken, dass wir... Wait, mir fehlt noch einer von den Kriegern, ja? Einer von diesen... Ding hier. Ah, du bist im Stillen immer hier. Ja, das ist doch schön. Habt ihr etwa euren Rücken dem guten World of Warcraft gekehrt, oder wie? Ich meine, natürlich jedem das Seine. Und wenn man sich sagt, hey, FF... okay, den Bruder, dann muss ich da nicht eingreifen. Aber den nehme ich. Wenn euch FF14, also Final Fantasy Online oder wie auch immer die Nummer dahinter ist, mehr gefällt, dann ist es natürlich euer Ding. Gibt es da auch einen Hardcore-Modus? Was ist hier passiert gerade? Hier müsste er ungefähr spawnen. Wenn er jetzt stirbt, mache ich instant Tab 2. Also Tab Flameshock. FF ist gerade 96 Stunden umsonst. Warte mal, aber du kannst FF immer kostenlos spielen, die ersten 60 Level, wenn ich es richtig weiß. Und ich glaube, es gibt nur 60 und dann musst du halt gucken, in welche Richtung du gehst. Oh, da oben steht er ja. Guck mal, wie nett der Schurke einfach ist. Ich würde ihm gerne einen Buff geben, aber ich bin einfach ein Charmy.
würde ihm ja echt gerne einen Buff geben, aber das ist halt einfach ein Charme. Ich bin halt einfach ein Charmy. Ja. Trotzdem bedanken sollte man sich immer. Das ist einfach eine Sache, die man macht. Weil, ganz ehrlich, er hätte mit seinem Ding, hätte er deutlich schneller zuschlagen können. Er ist Rogue, er hat Sprinten, er hat alles zur Verfügung und dass er mir den nicht genommen hat, war echt eine noble Geste, sag ich jetzt einfach mal. Schattige Rippen brauche ich noch und die Überreste. Oh, warte mal, gegen ihn möchte ich ja nicht kämpfen jetzt gerade. Schattige Rippen und die Überreste von Devlin brauche ich noch. Und die schattigen Rippen kriegen wir hier easy. Ich muss ja gestehen, ich bin allgemein ein MMO-Liebhaber. Also, weil Young B hatte jetzt gerade im Stream geschrieben, das könnt ihr ja leider in YouTube hier jetzt nicht irgendwie verfolgen, aber damit jetzt will ich hier auf diesen Zug jetzt aufspringe. Es ist so, ich habe natürlich ganz klassisch angefangen, wie die meisten Spieler mit World of Warcraft. Das war mein erstes MMO, deswegen ist es auch so wirklich immer noch meine Passion. Ich spiele es unglaublich gerne und ich glaube, es wird auch mit das MMO sein, wo ich mit der meisten Zeit jemals drin versenken werde, beziehungsweise die meiste Zeit, die ich halt habe. Ich habe aber auch Elder Scrolls Online habe ich einen Max-Character, ich habe Guild Wars 2. Bin ich, glaube ich, habe ich keinen Max-Character, wenn ich es richtig weiß. Final Fantasy hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, muss ich ganz klar gestehen. Aber ich glaube, FF14 werde ich mir auch irgendwann mal angucken. Und ansonsten, was momentan mich auch noch ziemlich mitnimmt. Wo ist denn dieser komische Dude, den ich noch holen muss? Ach, hier, oh. Was mich auch noch momentan echt ein bisschen mitnimmt, was ich auch super gerne einfach so nehme. Oh, da ist er doch schon. Komm schon, den kriege ich. Oder pulle ich aber noch das andere Skelett mit. Das ist mir zu gefährlich, Leute. Das wäre ein Dreier-Pull. Das wäre halt überhaupt nicht smart. Was ich momentan super viel spiele, also wenn ich Zeit habe, weil es halt einfach... Es ist halt ein Spiel, wo du nicht wirklich viel irgendwie Aufmerksamkeit brauchst oder sowas. Zumindest nicht für den Content, den ich mache. Content, sage ich schon. das, was ich halt spiele in diesem Game. Und das ist halt einfach ganz schlicht und ergreifend. Oh, erstmal Dinge einsetzen. Es ist halt einfach ganz schlicht und ergreifend. Ganz. Oh Gott, hier ist so viel los. Oh, das ist die verirrte Seele. Die möchte ich auch noch mitnehmen. Für meinen Rare-Count. Ist Oldschool RuneScape. Oldschool RuneScape ist so ein wundervolles Spiel. Ich habe es leider in meiner Jugend nie gespielt, aber inzwischen hat es mich halt einfach gefesselt. Also dieses, ich bin sowieso immer super angetan, wenn du so leveln durch wirklich Spielerfahrung, also durch wirklich, du machst die Sache und damit levelst du dich. Das ist für mich mit eines der besten Systeme, die es halt einfach gibt. Und deswegen finde ich auch, dass sie das neue Crafting-System von WoW echt wieder ganz gut hingekriegt haben. Weil du ja auch so ein ähnliches Prinzip da wieder mit drin hast. Aber das sind halt so die Sachen. Also, ich habe alles gespielt, gefühlt. Aber irgendwie bleibe ich hängen und komme zurück auf World of Warcraft. Weil es halt einfach irgendwie dieses Spiel ist, was ich so lange kenne, was ich so lange schon gespielt habe und was mir auch so viel Spielspaß bereitet. Vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder so zurückkommen kann in diese Classic-Zeit, in diese Hardcore-Zeit. Nein, da ist ein Level 10 Druide gestorben. Schade. Sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, vielleicht können ja die Leute im Chat, beziehungsweise die Leute auf YouTube ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was sie denn eigentlich so für MMOs mal gespielt haben. Weil ich bin natürlich auch immer offen für neue, coole MMOs. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. Ich meine, ich habe auch mal eine Zeit lang gehabt, wo ich diese J-MMOs, kann man das so nennen? Ich weiß gar nicht, wie da die richtige Bezeichnung ist, gespielt habe. Sowas wie... Lineage ist es, glaube ich, gewesen, habe ich gespielt. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganze heißen hier. Ragnarok Online oder sowas. Das war eine ganz weirde Sache irgendwie. Oder was heißt weird? Das ist auch ein okayes MMO gewesen, aber es ist halt alles so super Pay-to-Play gewesen. Quatsch, Pay-to-Play. Pay-to-Win.
Was noch ein ganz großes Thema in meiner Jugend war, weil ich bin ja die, was kann ich, wie man das genau benennen sollte, ich bin ja die Generation iPod Touch gewesen. Also als ich gerade so in dem Zeitraum war, wo dann Zocken wirklich etwas größer geworden ist und man halt auch die ersten Sachen in sowas, wo halt die ersten mobilen Sachen noch mit rausgekommen sind. Da habe ich eine längere Zeit Order and Chaos gespielt. Das war ein Spiel, war damals wirklich ein WoW-Klon. Also ohne Witz halt ein WoW-Klon, was auf dem Telefon läuft, aber damals war es ja kein Telefon und ich habe mir damals nicht das neueste iPhone geholt oder sowas, sondern ich hatte halt einfach einen iPod Touch, weil er deutlich billiger war. Und auf jeden Fall war das eine ganz coole Sache, weil das hat schon Bock gemacht. Also ich meine, so ein Mobile-MMO, du konntest halt, du hattest hier unten hattest du wie so ein Ding, so ein Kreis. Tatsächlich sah das super ähnlich aus zu einem der neueren Spiele, halt wie die typischen Mobile-Spiele. Unten rechts hast du so eine Kampfbar, wo du halt 4 Tasten drücken kannst und das war's. Und da habe ich auch Zeit mit drin verbracht und da habe ich auch echt Spaß damit gehabt, weil es da Raids gab und alles Mögliche. Und das war halt so das Mobile-WoW. Da hatte ich auch irgendwie ein paar Stündchen drin, aber auch einen Max-Character. Aber inzwischen gibt es, glaube ich, das Spiel gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich müsste mal schauen, irgendwie, ob es das noch im iTunes Store damals gab. Ich glaube, inzwischen sollte es das ja auch dann für Android geben oder sowas. Bin mir ja auch nicht ganz sicher. Ich habe ja leider kein Apple-Endgerät mehr zur Verfügung. Beziehungsweise, was heißt leider? Ich bin eigentlich mit meinem Samsung eigentlich relativ zufrieden. Ich spiele noch Summoner Wars Chronicles. Das sagt mir gar nichts. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mit der Summoner Wars-Reihe eigentlich niemals irgendwie was am Hut. Was ich prinzipiell auch ein bisschen schade fand, aber das ist halt rausgekommen zu einer Zeit, wo halt schon die Kritik, beziehungsweise Summoner Wars 1 war es, glaube ich. Oder was Summoner Wars 2? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ja auch so ein Spiel, wo du so Gacha-Systeme mit drin hast und das finde ich immer ein bisschen eine schwierige Thematik, diese Sachen, wo du halt irgendwie Geld reinstecken musst und kannst halt einfach Trash rauskriegen. Und trotz. Du hast halt nie was Sicheres, ne? Da ist die Insignie Nummer 2. Ich meine, das hast du natürlich bei WoW auch, aber. Ja. Ja, okay. Wahrscheinlich kann man sich darüber streiten, ob da WoW ein bisschen besser ist oder nicht. Weil wir sind so knapp davor, vor dem nächsten Level. Ich bin echt mal wieder auf der Suche nach einem Spiel, das mich auf dem Handy so gecatcht hat, wie... Was für Spiele gab es damals, die mich so richtig gecatcht haben? Hieß es Wars of Ages oder sowas? Das war so ein... Oder ich hab keine Ahnung mehr. Das war so ein Side-Scroller halt, wo du auf der linken Seite den Turm hast, auf der rechten Seite den Turm hast und deine Einheiten beschwören musstest und den anderen Gegner damit besiegen und sowas. Das ist halt ziemlich cool gewesen. Oder ja gut, okay, inzwischen spiele ich jetzt halt auf meinem Handy meistens RuneScape. Also Oldschool RuneScape. Weil das kann man halt auch mal schnell im Bett anschalten und kurz gucken, ob man seine Sachen verkauft hat und sowas. Das ist schon eine ganz coole Sache. Oldschool RuneScape ist vor allen Dingen für die Leute, die halt solche Spiele lieben und halt wirklich auf die Oldschool-Sachen einfach halt stehen. Das ist halt schon richtig, richtig cool. Muss dort nicht Lob dein Handelssystem, wo man sich Gems erformen kann. Gems sind die Ingame-Währung oder was? Ich meine, es gibt sicherlich da so ein paar coole Spiele inzwischen, die vielleicht da auch ein bisschen besser gebalanced sind und ein bisschen mehr darauf achten, dass sie jetzt nicht mehr absolut pay to win sind, aber ja, ich bin trotzdem kein Freund davon. Ich finde, wenn man sich einen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich zahle lieber, keine Ahnung. Einmal 20 Euro für ein Spiel, jetzt vielleicht nicht für ein Handyspiel oder sowas, aber einmal 20 Euro, aber dafür kann ich das Spiel halt dann auch spielen, ohne Einschränkung. Und dann ist es in der Hinsicht mir sogar egal, ob's... Oh, Level 20 Schamane, uff, im Eschental.
Und dann wäre es mir auch prinzipiell egal, ob da jetzt, ob das noch in einem Early Alpha, Access, Schlag mich tot ist. Solange das Spiel mich interessiert und solange es 20 Euro kostet und ich meinen Spielspaß damit habe, ist es für mich komplett fein. Also ich habe damit echt keinen Schmerz. Ich sag mir immer, das ist so meine Rechnung. Und deswegen kann ich auch sagen, hey, WoW ist natürlich auch ein nicht so ganz geiles System, weil du musst dir jedes Add-on kaufen, du musst dir halt erstmal dann das Grundspiel kaufen natürlich, du hast dann noch zusätzlich deine monatlichen Kosten, die auf dich zukommen. Aber hier sage ich mir halt ganz klar, hey, World of Warcraft verbringe ich so viel Zeit drin, dass ich halt einfach sagen kann, es ist okay für mich. Ich habe damit echt kein Problem, weil wenn du rechnest halt, ich zahle jetzt im Monat, ich habe das 6-Monate-Abo, 10 Euro. Dann, wenn ich 10 Stunden Spielzeit habe, ist das für mich halt fein. Und ich habe halt 10 Stunden Spielzeit in WoW, würde ich jetzt schon mal schätzen. Also mal ganz grob geschätzt. Also von dem her ist das für mich echt in Ordnung. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber von dem her. Deswegen spiele ich Elder Scrolls, gibt keine Kaufspielzeit. Ja, nicht mehr. Also ich habe damals noch zu dem Zeitpunkt gespielt, wo Elder Scrolls auch dieses Ding hatte, wo sie jetzt aber geändert haben in, sag mal, in den In-Game-Kronen-Shop oder sowas nennen sie ja dieses Ding. Und ich meine, es ist cool, dass du dir damit Cosmetics kaufen kannst, es ist cool, dass du dir damit solche Kisten, also auch Lootboxen eigentlich aktiv kaufen kannst, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen ein System, das bringt halt einem so ein bisschen einen, ja, wie sagt man, so ein bisschen einen uncoolen Beigeschmack mit, weißt du? Also mir wäre es lieber, wenn sie halt echt gar kein Ding hätten. Oder sagen würden, weil, du musst ja ganz klar sagen, dass bei Elder Scrolls ist nochmal ein Ticken anders, weil du kriegst dadurch halt auch ein paar Vorteile, also in gewisses Hinsicht hast du da auch hier Pay-to-Win mit drin, weil du kriegst halt eine größere Box für deine Handwerksmaterialien, du hast eine größere Bank und ich glaube, du kriegst auch mehr Experience, wenn ich es richtig weiß. Aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Du kriegst auf jeden Fall Experience Boosts daraus, wenn ich es richtig weiß. Aber das kriegst du standardmäßig auch aus diesem wöchentlichen Einlog-Ding, kriegst du solches Essen auch immer raus, was die Experience Boosts gibt. Also von dem her, ja, weiß ich nicht, ob man das wirklich auch für das Spiel bräuchte oder nicht. Das ist halt immer so ein bisschen das Hin und Her. Aber im Großen und Ganzen kann ich einfach sagen, Elder Scrolls ist ein gutes MMO, definitiv. WoW ist ein gutes MMO. RuneScape ist ein gutes MMO. Es gibt viele Sachen. Final Fantasy ist sicherlich auch ein gutes MMO. Aber habe ich halt noch nicht so wirklich aktiv gespielt. Ich meine, ich kenne die alten Final Fantasy Teile ein bisschen. Aber so, was ich gesehen habe, scheint es auch echt gut zu sein. Guild Wars 2 ist ein super gutes MMO. Oh. Level 8. Level 8 gestorben. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da haben wir das Level Up mitgekriegt. Das traue ich mal weg. Und dafür haben wir eine Rolle des Schützes. Und die setze ich direkt mal auf mich ein. Weil, jetzt können wir hier hinten nämlich noch die restlichen Dudes mal killen. Wie viele Insignien brauche ich denn noch? Ich brauche noch 3 Stück. Aber leider ist das ja die einzige Gegend, wo die Insignien wirklich droppen. Was ich ja an WoW Classics so liebe, sind teilweise auch die Soundeffekte. Ich glaube, bei mir ist es halt auch wirklich super, super viel Nostalgie, was hier mitspielt, weil ja, man kann sagen, was man will. Level 8 Rogue in Durotan. Der war sicherlich in Tirigardesund oder sowas, in dem Castle da, in dem Schloss, wo du die Angriffspläne da, in der Festung ist, glaube ich, der bessere Begriff, wo du die Angriffspläne da rausziehen musstest. Das war schon ganz schön kritisch. Hat Guild Wars nicht ein Quest-System? Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich habe auch schon ewig nicht mehr in Guild Wars reingeguckt, aber ich dachte, es hätte ein Quest-System. Wir sind jetzt mal sportlich. Ich hoffe nicht zu sportlich, aber die sind halt eigentlich grau inzwischen schon. Ja, ist alles gut. Wenn ich jetzt nicht zufälligerweise noch einen dazu pullen würde, dann wäre es vielleicht problematisch geworden. Aber so ist es alles gut gewesen.
perfekt. Okay, jetzt fehlen uns nur noch die Murlocs und dann sind wir hier eigentlich durch. Die schmeiß ich mal weg, ganz ehrlich, das brauche ich gerade nicht. Die Standard-Line-Verbände schmeiße ich auch weg. Ich meine, die könnte ich verkaufen, aber ich weiß auch nicht, ob die so viel wert sind. Und wir brauchen ja eigentlich nur einen Platz für die Murloc-Sachen. Oh Gott, die stehen aber eng zusammen hier unten. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel pullen. Oder dass wir sie wegkommen lassen. Level 8. Zwei Level 8er. Als ob ich dich da hinten gepult habe damit. Was hat der Dude für eine Reichweite? Als ob ich den da hinten gepult habe. Das ist ja die absolute Frechheit. Habt ihr gesehen, wie weit weg der steht? Das kann ja nicht sein, Leute. Der ist Level 9. Okay, er hat ein anderes Ziel jetzt gewählt. Gott sei Dank. Ist er einfach Level 9 und versucht mich von ganz da hinten weg zu snipen. Also das ist ja eine absolute Frechheit. Sind mir die Nahkämpfer schon deutlich lieber. Von denen brauche ich auch nur 5 Fensterflossenschuppen. Nein, mein Inventar ist schon wieder voll. Ah, Kriegsball weg. Ja. 1. Sehr schön. Ja, und hier unten sind halt alle super hart gestackt. Ja. Das gefällt mir natürlich nicht, die hier unten zu pullen. Hier oben noch welche? Nee. Aber hier hinten soll es noch welche geben. Dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Glück. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch einen. Und solange die anderen hier Respawn-Zeit haben, ist das ja okay. Da können wir den erstmal machen. Ich wusste wirklich nicht, dass man hier auch Murlocs killen muss, eine sehr, sehr lange Zeit. Schwimmt noch einer, da ist auch noch einer, perfekt. Wenn die alle droppen, dann sind wir gut dabei. Ich meine, das verstehe ich natürlich irgendwie, aber ja, ich finde, man darf da halt auch niemals die zeitliche Differenz sehen zwischen Elder Scrolls und WoW. Und WoW möchte halt eigentlich kein Elder Scrolls sein. Also es möchte sich nicht so tief, also für YouTube vielleicht kurz, irgendwie hat gemeint, dass es halt einfach, dass er mehr auch Story-Spiele spielt und nicht so kleine Quests, sondern halt wirklich so eher Geschichten, die dahinter stehen. Und nicht dieses Renn dorthin, töte den, Renn dorthin, töte den, wie es halt oftmals in WoW leider der Fall ist. Ja, ich finde halt tatsächlich, dass Elder Scrolls ist so ein bisschen dieses, du bist der Auserwählte. Das haben wir bei WoW später auch bekommen, aber Elder Scrolls ist es halt nochmal ein bisschen krasser, finde ich. Weil du bist ja wirklich, weiß man ja schon aus Skyrim oder sowas, wer die Teile davor gespielt hat. Du bist der Dragonborn, du hast die Macht über die Drachenrufe und so weiter und so fort. Also du warst schon immer dann doch nochmal eine Nummer krasser als alle anderen. Und das macht das Ganze halt dann nochmal ein bisschen, einen Ticken interessanter, muss man sagen. In WoW gibt es ja Systeme, die nennen sich Borrowed Power Systems. Das heißt also, du bist halt eigentlich ein Bauer, sagen wir jetzt einfach mal, und hast halt Glück gehabt, weil du halt von irgendwie
jemanden in den Ring gekriegt hast, der halt supermächtig ist oder irgendwie sowas in die Richtung. Wie viele Leute sind das? Das wären halt 4. Das ist mir ein bisschen zu viel. Außer der sagt sich, er möchte mitpullen. Dann können wir das machen. Wenn er mitpullt, dann ist das für mich gar kein Problem mehr. Das ist gute Teamwork, Leute. Wir gucken auch immer auf den Priest, ob der hier ein bisschen Probleme kriegt oder ob wir das machen können. Guck mal, dann nehme ich noch den hier. Und dann kann er den hinteren noch mitnehmen. Und dann sind wir da eigentlich fein. Ich hoffe halt einfach nur, wir kommen jetzt nicht dumm in den Respawn. Ah, bleibt da. Oh nein! Yes, er hat auch die letzte Finsterflosse gedroppt. Immer schön Danke sagen. Und natürlich gucken, dass er nicht hier stirbt. Das ist nicht Dana, aber du kannst ihn natürlich gerne auch jetzt schlagen. Dana steht da hinten und ist gerade tot umgefallen. So, beautiful. Okay, perfekt. Perfekt. Boah, ich muss die Folge aber unbedingt beenden. Die geht jetzt schon wieder 40 Minuten. Ja, wenn man so ein paar interessante Themen hat und sowas, dann geht das Ganze halt doch auch nochmal deutlich schneller. Deswegen latschen wir jetzt noch ganz gespannt mal nach hinten ins in die Stadt, nach Brill. Und schauen einfach mal, ob wir da dann in der nächsten Folge ein paar Quests abgeben können. Und für den Chat, der jetzt hier live ist, mache ich mal eine kleine Umfrage. Vielleicht haben da echt ein paar Leute Bock drauf. Und die Umfrage wird dann halt dementsprechend entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Weil ich finde tatsächlich, dass beides super cool zu skillen ist. Also ich würde gerne Elemental und Ding spielen. Ich habe mich jetzt privat schon für was entschieden, aber ich möchte meine Stimme da in den gleichen Topf reinwerfen wie eure. Deswegen finde ich das eine ganz wichtige Sache. Von dem her wäre ich da mal gespannt. Und jetzt gucke ich mal, wie kann ich das hier nochmal machen? Genau. Können wir hier mal ganz kurz machen. Neue Umfrage. Elemental oder, Gott, wie heißt nochmal das andere hier beim Charmy hier? Genau, verstärken. Könnt ihr einfach mal, wenn ihr Lust und Laune habt, einfach mal abstimmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, dann sehen wir ja mal ganz klar Mili. Da bin ich mal gespannt. Ich finde Elemental ist halt super nice, weil Fernkampf bringt dir halt so viel mehr. Du kannst nicht in irgendwelchen Dingern drin stehen. Du kannst halt Leute von weiter weg aus nuken und das ist halt schon nicht so schlecht. Ja, Leute, ich hätte mal gesagt, an der Stelle werde ich jetzt mal die Folge beenden und wir laufen jetzt einfach mal zurück. Hier auf der Straße wird nichts großartig passieren, Leute. Wir werden auch nichts mehr machen, außer zurücklaufen. Von dem her, liebe Leute, ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es gerne mit einem Daumen nach oben. Schreibt verschiedene in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.